Hallo, ich bin neu in Moskau. Ich bin Virginia und komme aus Italien. Ich studiere an der Universität von Pisa, wo ich mich mit Sprachwissenschaft und Übersetzung der deutschen und russischen Sprache beschäftige. Ich studiere Russisch seit 3 Jahren. Als ich im Gymnasium war, las ich verschiedene Werke der russischen Literatur. Leider las ich sie nur auf Italienisch, weil ich damals Russisch nicht kannte. Und sofort verliebte ich mich in die russische Literatur und wollte unbedingt sie auf Russisch lesen. Ich denke, dass dies der erste Grund war. Und dann auch die Neugier auf die Kultur, auf die Tradition und auf das russische Essen haben mich dazu gebracht. In Italien gibt es 3 Kurse, Lektur, Linguistik und Literatur. Im Kurs der Linguistik unterrichtet die Lehrerin die Grammatik und dann wir machen die Übungen. Im Kurs des Lektor machen wir Übungen, sprechen wir und dann schauen wir Video oder Film auf Russisch und dann wir diskutieren darüber. In dem Buch gibt es viele Texte, die die Studenten schon ab dem ersten Jahr versuchen sie zu lesen und übersetzen. Der Literaturkurs ist normalerweise auf Italienisch, aber ab diesem Jahr wird die Literatur auf Russisch unterrichtet. Das ist meine erste Erfahrung in Moskau für mich. Ich habe ein Stipendium zweimal bekommen. Vor 3 Jahren habe ich ein Semester in Deutschland verbracht. Ich war im Süden Deutschland, die Stadt ist Heidelberg. Und dank dieser Erfahrung habe ich mein deutsches Niveau verbessert. Und jetzt öffne ich mein russisches Niveau hier in Moskau zu verbessern. Alle positiv. Ich habe sofort bemerkt, dass die italienische Kultur und die russische Kultur sich unterscheiden. Zum Beispiel, um das Studentenheim vom Flughafen zu erreichen, habe ich ein Taxi gebucht und ich habe nur 1000 Rubel gezahlt. In Italien ist ein Taxi sehr, sehr teuer. Ich habe andere Unterschiede bemerkt, insbesondere im Restaurant. Wenn in einem italienischen Restaurant 2 oder 3 Gänge bestellt, bringt der Kellner sie getrennt. In Russland habe ich bemerkt, dass der Kellner die Gänge alle zusammenbringt. Man isst gut hier und die Suppen sind sehr lecker. Ich habe bemerkt, dass die Russen den Tee trinken lieben. Für mich ist es komisch, weil man in Italien trinkt den Tee nur zum Frühstück. Und in Italien ist die Nudel das Hauptgericht. Und ich habe bemerkt, dass in Russland die Nudel als Beilage und mit Fleisch oder Fisch gegessen werden. Dir gefällt, denke ich, dass du dich sofort daran gewöhnst und das Kennenlernen einer Kultur dir erweitert den Horizont.